Ich begrüße Sie zu unserer Serie der Open Lecture am Learning Lab. Wir möchten in dieser Serie ein Blitzlicht machen und schauen, wie gehen die verschiedenen Bildungssektoren mit der aktuellen Krise um. Ich freue mich, dass wir heute Frau Dees zu Gast haben. Sie ist in der Geschäftsführung der Abendakademie in Mannheim tätig und zugleich auch im Vorstand des Deutschen Volkshochschulverbandes. Insofern also, glaube ich, eine interessante Gesprächspartnerin, um der Frage nachzugehen, was passiert in der Erwachsenenbildung? Wie sieht die Situation dort aus? Im ersten Teil werden wir ein Interview haben, um uns über die Situation auszutauschen. Und danach besteht dann auch die Möglichkeit zu fragen, allerdings eben halt außerhalb der Aufnahme. Frau Dees, wie ist Ihre persönliche Situation? Wie arbeiten Sie momentan? Können Sie das kurz beschreiben? Ja, das kann ich tun. Also ich selber arbeite nach wie vor Vollzeit und verbringe auch bestimmt 3 Tage die Woche im Büro und allenfalls 2 Tage im Homeoffice. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind viel mehr im Homeoffice und überdies sind wir eine der wenigen Volkshochschulen auch tatsächlich, die Kurzarbeit macht. Also wir haben eine ganz ausgefallene Situation. Wir sehen uns alle sehr selten. Ich bin deswegen überwiegend im Büro, weil ich eben auch den Kontakt zur Politik halten muss in der Stadt. Das ergibt sich schon aus der Frage, wie werden wir das wirtschaftlich und organisatorisch durchhalten, diese Krise. Das heißt, da ist enger Kontakt erforderlich. Und das geht natürlich nicht so wirklich von zu Hause. Das ist so meine persönliche Situation. Aber mir geht's gut damit, danke für die Nachfrage. Ja, wie viel Prozent der Veranstaltungen finden denn tatsächlich statt an Ihrer Einrichtung? Also wie viel Prozent können Sie momentan durchführen oder wie hoch ist die Auswahlquote? Ja, ich habe die Zahl für Sie, ich habe die Quote nicht ausgerechnet, aber ich glaube, das ist trotzdem eindrücklich. Wir haben im Semester normalerweise 2500 Veranstaltungen. Und online durchführen tun wir aktuell ca. 150. Also das ist dramatisch. Ein steiler Absturz. Ja. Und in Baden-Württemberg sind jetzt die Abendschulen wieder geöffnet seit letzter Woche. Wir machen wieder Abendgymnasium und Abendrealschule. Wir haben auch seit einer Woche wieder Hauptschulabschlussvorbereitung auf die Prüfung. Und spezielle Deutschkurse, die online durchgeführt werden können, haben wir auch schon parallel wieder laufen. Aber es bewegt sich dann eben trotzdem in diesem niedrigen Bereich. Ja, und die Veranstaltungen, die stattfinden, also als Online-Veranstaltungen, kann man die thematisch irgendwie in ein Cluster bündeln? Sind das bestimmte Themen, die da machbar sind? Also es ist sehr gleichmäßig verteilt bei uns, allerdings ist meine persönliche Einschätzung, dass am allereinfachsten tatsächlich erstaunlicherweise die Umsetzung von Gesundheitsbildung ist. Also von Kursen, in denen man sich bewegt, wenn man jetzt mal von Tanz absieht oder solchen Sachen, wo man einen Partner braucht. Aber es scheint so zu sein, dass das am einfachsten mit einem Videokonferenzprogramm ohne große didaktische Anpassung auf die Schnelle umgesetzt werden kann. Ob das dann wirklich schön ist, so, das ist die zweite Frage und ob das wirklich richtig professionell aussieht. Ja. Aber auf jeden Fall ist es sozusagen möglich, dass ein Kursleiter seinen Laptop nimmt, sich eine Zoom-Lizenz besorgt und mit den Teilnehmern die Übungen weitermacht, die sie vorher schon gemacht haben. Viel, viel schwieriger sind die Sachen im Kreativbereich oder auch im Ernährungsbereich, wo man ein riesen Equipment aufbauen muss und auch viele technische Kompetenz und auch viel Zeit braucht, um das didaktisch so aufzubereiten, dass man dann hinterher oder dass Teilnehmer dann hinterher auch was davon haben. Also da sehe ich deutliche Unterschiede und das merken wir auch. Mhm. Allerdings ist es dann auch so, wir machen auch politische Bildung. Das läuft übrigens sehr gut, aber mit hohem Aufwand Interviews und Vorträge aufzeichnen oder streamen, je nachdem. Und natürlich dann kostenfrei, weil Geld verdienen lässt sich leider damit eben auch nicht. Also unsere finanzielle Lage verbessert es nicht. Aber das lässt sich sehr gut produzieren. Das geht auch mittlerweile relativ schnell, was das Schneiden betrifft. Wir sind auch technisch mittlerweile. Also von Woche zu Woche erweitert sich unser technisches Equipment und die Kompetenz, damit umzugehen. Und wir haben eigentlich schon, wenn Sie auf unserer Website mal gucken, qualitativ sehr hochwertige Ergebnisse.
Absolut. Ja, ganz absolut interessante Beiträge, die man da runterladen kann, beziehungsweise starten kann. Schöne Interviews, Videos, Materialien verfügbar und auch auf einer sehr modernen Art und Weise dargestellt. Also das finde ich ist schon sehr interessant. Glauben Sie, dass da Ihre gewisse Vorarbeiten schon auch wichtig waren, also sozusagen, wie Sie in die Situation gestartet sind? Oder war es wirklich sozusagen von 0 auf 1 zu starten? Ja, also wir hatten schon ein bisschen Vorerfahrung. Wir sind natürlich Mitglied in der VHS-Cloud und haben schon immer den ein oder anderen Kurs auch in der VHS-Cloud gehabt. Und wir haben auch schon Erfahrung mit Streaming gesammelt vorher. Wir waren in dem Projekt Smart Democracy zum Beispiel vom Deutschen Kurzhochschulverband beteiligt und haben hier erste Lehrstücke geliefert, die nicht auf unsere eigene Kappe gingen. Vielleicht auch zum Glück an manchen Stellen. Da muss man sagen, das hat sich deutlich gebessert. Wir hatten auch in den letzten 2 Jahren unser WLAN extrem ausgebaut. Also ich bin selber erst seit 2,5 Jahren an der Abendakademie und eins meiner Ziele war, die digitale Kompetenz möglichst schnell zu erhöhen. Ich habe gemerkt, das dauert länger, als man sich wünscht. Das ist auch jetzt so. Also dass wir nur 150 Kurse tatsächlich online umsetzen können, hängt nicht damit zusammen, dass wir nicht mehr umsetzen wollen, sondern dass es auch nicht wirklich einfach ist, Kursleiter zu motivieren. Also wir haben, und da sind wir nicht die Einzigen, es gibt jetzt hier in Baden-Württemberg schon ein Kursangebot für Kursleiter, bei dem es nicht darum geht, den Kursleitern die Technik nahezubringen, sondern sie überhaupt dazu zu motivieren, zu verstehen, dass Online-Unterricht auch Sinn machen kann. Also das ist ein ganz neues Angebot, weil wir alle an vielen Stellen daran scheitern, dass vermutlich, habe ich keine persönlichen Kontakte, aber vermutlich die älteren Kursleitenden das einfach nicht wollen. Ja, das ist interessant eben. Also nicht wollen ist das eine. In den Interviews werde ich oft gefragt, ja, also warum macht man denn da nicht einfach Schulungen und erklärt denen mal, wie so ein Zoom funktioniert oder so, und dann, wieso klappt denn das dann auch nicht so? Also man ist auch konfrontiert mit der Annahme, dass das eigentlich alles jetzt nur ein technisches Problem wäre. Man müsste halt mit diesen Tools irgendwie dann arbeiten und da muss man doch eigentlich nur so draufklicken. Und ich bin oft konfrontiert mit so einem Unverständnis, warum denn das jetzt überhaupt ein Problem sein solle, also nach dem Motto, diese Dozenten, die sträuben sich einfach irgendwie, oder die Lehrkräfte. Haben Sie auch diesen Eindruck, dass man diese pädagogische Herausforderung gar nicht so einfach kommunizieren kann? Genau, das ist wirklich das Problem. Die Leute, die das nicht machen möchten, argumentieren technisch, aber ich glaube, dahinter liegt ein Nichtwissen oder ein Gefühl dafür, dass man vielleicht sich da in Regionen begibt, in denen man nicht mithalten kann, wenn man das jetzt einfach so macht. Und von der anderen Seite, wenn alle jetzt fordern, ja hier, also es wird ja also kurz zu schön zählen gegenseitig, habe ich wahrgenommen, wie viele Internet-Online-Angebote haben die jetzt und wie viele haben die, und können wir da mithalten, da wird das immer dran festgemacht, man muss einfach nur ja die Technik bedienen und dann würde das schon gehen, und das stimmt eben leider nicht. Ja. Und die dritte Dimension ist, es reicht ja auch nicht, die Technik bedienen zu können, verstanden zu haben, dass man damit didaktisch was machen muss und vielleicht sogar eine Idee zu haben, wenn man zu Hause die Technologie nicht zur Verfügung hat. Also wir haben tatsächlich, das hat mich echt erstaunt, viele Kursleiter und Kursleiterinnen, die zu Hause nicht so ausgestattet sind, dass sie online einfach so mal eben eine Zoom-Konferenz machen können, wobei das ja noch sozusagen unterster Level ist, was die Ausstattung ist, die man haben muss. Geschweige denn die Teilnehmenden, oder? Also auch das können wir nicht so selbstverständlich voraussetzen eigentlich. Ne? Nein, kann man nicht voraussetzen tatsächlich. Ja. Sollte man nicht glauben. Und es spielt auch eine Rolle, das muss man für mich einfach auch sagen, dass unser Land, also die Bundesrepublik Deutschland, so lange Zeit das nicht wirklich ernst genommen hat, das Breitband ordentlich auszubauen und dass die Kapazitäten einfach wirklich gar nicht reichen. Ja. Also selbst wenn man sie haben will, nicht. Ja.
Reden wir über Technologie nochmal kurz. Sie erwähnten die VHS Cloud. Das ist ja für die Szene der Erwachsenenbildung, die Volkshochschulen, ja doch ein sehr wichtiger Schritt gewesen in den letzten Jahren, tatsächlich auch länderübergreifend eine solche Technologie aufzubauen. Wie sieht es da aus? Welche Kurse laufen da drauf auf der VHS Cloud? Was sind da Ihre aktuellen Erfahrungen? Also die VHS Cloud wird, glaube ich, hauptsächlich für Kurse benutzt aktuell bei uns, bei denen man auch Lehrmaterialien hinterlegen muss. Also wo Material ausgetauscht werden muss, wo Aufgaben gemacht werden muss, wo Aufgaben abgerufen werden sollen, Ergebnisse wieder zurückgeliefert werden sollen. Also das heißt tatsächlich so Gesundheitskurse, Zoom, Englischkurs, VHS Cloud. Das ist aber auch nicht unproblematisch, weil die Cloud eben auch nicht immer eben wegen dieser fehlenden Bandbreiten häufig nicht so stabil läuft und weil das Konferenzsystem eben nicht so einfach, na, ich sag's mal vorsichtig, nicht so komfortabel ist, wie die meisten Menschen sich das vorstellen. Das ist auch übrigens ein interessantes Phänomen. Die ersten Online-Kurse zu Beginn der Krise, da konnte man machen, was man wollte, das fanden alle super toll. Aha. Nach 8 Wochen jetzt ist tatsächlich auch der Qualitätsanspruch bei den Kursleitenden und bei den Teilnehmenden deutlich gestiegen. Mhm, und dann legt sich das dann auch durch, wenn ein Instrument nicht ganz hundertprozentig arbeitet, auch wenn niemand was dafür kann, oder wenn Sachen schwer zugänglich oder schwer zu erklären sind. Ja. Glauben Sie, dass die VHS Cloud praktisch sich aber jetzt doch auch bewährt in irgendeiner Weise als Basis für die Arbeit der Volkshochschulen jetzt auf einem nationalen Level? Meinen Sie, das war jetzt ein richtiger Weg, den man da beschritten hat? Und wie wird es da auch weitergehen? Gibt es da schon jetzt Überlegungen? Also ich glaube, das kann man ganz sicher sagen, das war der richtige, also es war ein richtiger Weg. Es hätte vielleicht viele andere auch gegeben, wie bei allen Sachen, aber es war die Entscheidung, das so zu machen, und es war in jedem Fall ein richtiger Weg. Wenn wir das nicht getan hätten, da arbeiten wir ja schon 4, 5 Jahre dran, dann wäre überhaupt niemand jetzt in der Lage gewesen, auf die Schnelle irgendwie sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Also das kann man schon mal von vornherein sagen. Das ist auf jeden Fall richtig gewesen. Es ist auch auf jeden Fall für viele, viele, viele Volkshochschulen Land auf Land ab das richtige Instrument, um Online-Angebote machen zu können, weil es viel Support gibt, weil man sich untereinander austauschen kann darüber, weil man an der Weiterentwicklung, also inhaltlich, sich beteiligen kann und weil man sich auf dieser Plattform auch als Volkshochschulen untereinander austauschen kann. Ich würde aber nicht mehr behaupten wollen, aus heutigem Stand, dafür werde ich dann wahrscheinlich geprügelt, wenn das hier jemand liest aus dem Verband, ich bin nicht mehr sicher, ob das für alle Volkshochschulen das richtige Instrument ist. Also ich verspüre Tendenzen, bei großen Volkshochschulen eigene Wege zu gehen. Und wir gehören auch zu den großen Volkshochschulen, also wir denken auch über solche Sachen. Mhm, ja, genau. Das ist ein Gedanke, der mir gerade auch durch den Kopf ging. Ich denke, was man sich ja mal klar machen muss, die Landschaft der Volkshochschulen, die ist ja enorm, in einer enormen Vielfalt zu verstehen. Und viele, viele Leute kennen dann ja nur so große städtische Einrichtungen vielleicht. Aber in Wirklichkeit gibt es ja eben halt auch ganz kleine Einrichtungen. Es gibt Einrichtungen, die als eingetragener Verein betrieben werden, wo vielleicht nur 5, 6, 7 Leute beschäftigt sind. Die sehen das jetzt auch wieder ganz anders. Ne? Die sind ja auch wenn, wieder wenn überhaupt 5 bis 6 Leute, es gibt ja noch kleinere Einrichtungen. Und da ist die Cloud natürlich aus meiner Sicht auch sowohl finanziell als auch was die Unterstützung und den gegenseitigen Austausch betrifft, das einzige und richtige Instrument, um sich online bemerkbar zu machen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, ja, also gerade die Kleinen, aber eben halt für Größere wird natürlich jetzt die Frage der Profilierung, der Sichtbarmachung, des Sichtbarmachen des eigenen Programms natürlich noch wichtiger in der Zeit. Und da bleibt dann die Frage, wie kann man eben halt eigentlich mit einem angemessenen Internetauftritt auch seine eigenen Produkte wirklich sichtbar machen. Das stellt sich dann jetzt die Frage. Da gibt es jetzt auch schon ganz viele Aktivitäten, wenn Sie das interessiert. Also es gibt jetzt zum Beispiel VHS daheim, das ist eine bayerische Aktivität vom Bayerischen Volkshochschulverband. Die haben die Volkshochschulen zusammengefunden, um gemeinsam ein Online-Programm zu machen, das dann natürlich viel größer und viel breiter angelegt ist, als wenn eine einzelne Volkshochschule das macht.
Es gibt VHS Wissen Live, kommt auch aus Bayern. Das sind hochkarätige Vorträge, die auf einer eigenen Website beworben werden. Alles natürlich kostenlos. Das muss man auch sagen. Das ist ein Problem für die Zukunft. Dann gibt es Einzelaktivitäten von Volkshochschulen. Ich fand zum Beispiel sehr witzig den Titel, die Volkshochschule Coburg hat Corona-TV. Okay. Aber fällt auf. Also man findet es. Ne? Das finde ich, ich habe es sofort gefunden, obwohl Coburg jetzt nicht so eine riesen Volkshochschule ist. Unser Programm heißt VHS zu Hause und da gibt es sicher auch noch andere Sachen. Oder in Wien, das heißt VHS-Tipp bleibt daheim. Da gibt es ganz viele Angebote zusätzlich zum normalen Online-Angebot. Also da gibt's schon ganz viel. Und das wird sich ausdifferenzieren. Mhm. Ja. Können Sie uns einen Einblick geben, wie auf der Ebene des DVV diskutiert wird, was es da für aktuelle Gedanken gibt oder ist man so mit der Bewältigung des Tagesgeschäftes beschäftigt, was ich gut nachvollziehen kann? Uns geht es auch nicht viel anders. Oder gibt es da schon auch, schafft man es auch durchaus weitere Perspektiven zu entwickeln? Ja, und das hat schon vorher angefangen. Also so, als ob man gewusst hätte, dass man in kurzer Zeit irgendwie andere Grundlagen braucht, um weiterarbeiten zu können. Also Volkshochschule.de ist ja neu gelauncht worden. Und da sind jetzt zusammengefasst so Sachen wie Smart Democracy zu erreichen. Also Smart Democracy sind bundesweit vermittelte Streaming-Vorträge, wo in einer Volkshochschule irgendwo, mal in Mannheim, mal in Hamburg, ein Vortrag zu einem bestimmten Thema, das mit Demokratie zu tun hat, gestreamt wird bundesweit, das wird weiter ausgebaut. Und dann haben vor allen Dingen von dieser neuen Seite Volkshochschule.de die VHS-Lernportale profitiert, die werden sehr, sehr genutzt. Das VHS-Lernportal mit Online-Tutorien für Deutschkurse ist zum Beispiel jetzt ein ganz, ganz wichtiger Weg, um neben der Zeit, in der man keine Deutschkurse machen kann, analog, eben die Kompetenzen nicht zu verlieren. Da kann man Selbstlerneinheiten sich aufrufen, aber man kann genauso als Volkshochschule, also wir haben das auch zum Beispiel, dort Online-Tutorien machen für seine Gruppen, damit die ein bisschen besser über die Zeit kommen. Also das sind so die Sachen, die gerade ganz aktiv betrieben werden und auch die VHS-Cloud, also an der VHS-Cloud ist der Deutsche Volkshochschulverband dran, dass die Content kriegt, dass die weiterentwickelt wird, dass sie den Anforderungen, die jetzt auf uns zukommen, dann eben zukünftig auch gerecht werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eins der Hauptthemen im Tagesgeschäft, diese Online-Sachen in Gang zu halten und weiterzuentwickeln. Und das sind unsere Hauptaktivitäten. Wobei natürlich schon der DVV sehr stolz ist auf seine Cloud und auch ganz viel Aktivität da reinsetzt, die weiter unter das Volk, auch wenn man es so nicht so sagen kann. Klar. Das Volk bringen wir weiter. Nein, das ist wirklich ja auch schön zu sehen, dass diese Aktivität, die ja lange Zeit sich auch behaupten musste in der Szene, nicht? Die sozusagen auch auf sich aufmerksam machen musste, dass das jetzt sozusagen wirklich so ein Rückhalt ist für die Arbeit, dass das jetzt existiert. Und ich meine, wenn man mal auch so ein bisschen sektorenübergreifend schaut, tatsächlich, dass es eben halt eine VHS-Cloud wirklich eben halt national gibt, wenn wir das mal vergleichen mit der Diskussion im Schulsektor, wenn wir das vergleichen mit der Diskussion im Hochschulsektor, dann ist das wirklich auch eine enorme Leistung, die eigentlich die Erwachsenenbildung hier geschaffen hat. Denn auch die Erwachsenenbildung ist ja auf Landesebene sehr aktiv, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also insofern diese Argumente auf Schulebene und Hochschulebene sind ja da sehr wohl auch feststellbar. Also insofern finde ich, ist das schon interessant, dass der Sektor doch hier eine Leistung gebracht hat. Ja, da könnten sich andere ein Beispiel an uns nehmen, weil wir sind ja tatsächlich noch weiter ausdiversifiziert. Wir sind ja eigentlich kommunale Einrichtungen und dann noch in völlig unterschiedlichen Trägerschaften, Vereine, wir sind eine GmbH, kommunale Ämter, Eigenbetriebe. Also das ist ja nicht einfach, das unter einen Hut zu kriegen, schon kommunal nicht, dann landesweit und dann bundesweit. Also das kann man, da muss man da auch mal ein großes Lob sagen an den DVV, das stimmt, dass das so hingekriegt wurde. So, also ich finde, das ist doch jetzt einfach, fällt doch jetzt einfach auf und
dass dann manchmal auch so wahrgenommen wird, ja, jetzt klappt das nicht oder es ist der Server überlastet. Ja, ja. Ja, das ist ja, also das ist ja unsere Lieblingseigenschaft, weiß ich nicht, in Deutschland, dass wir immer gucken, was alles nicht funktioniert und nicht gucken, wie toll manche Sachen eben doch gehen und wie gut man sie dann am Ende doch gebrauchen kann. Ja, also was ich ein bisschen auch mir überlege, ist, jetzt schauen wir natürlich auf die VS-Cloud, wir schauen auf den DVV, wir schauen auf die Volkshochschulen, aber natürlich die Erwachsenenbildung ist natürlich nochmal ein weiteres Feld von der kirchlichen Arbeit, gewerkschaftlich, von den verschiedenen Stiftungen oder politischen Trägern, was auch immer in der ganzen Bandbreite das sieht. Das ist natürlich ganz schwer zu erfassen. Aber man muss natürlich auch sehen, eben halt, dass eigentlich sozusagen die Bandbreite dann nochmal größer ist und die Volkshochschulen jetzt auch nicht gleichzusetzen sind mit der Erwachsenenbildung. Das stimmt, ja. Aber wenn ich mit Ihnen natürlich spreche, dann sprechen wir natürlich über dieses Thema und das ist ja auch natürlich sehr wichtig auch festzustellen. Man kann ja aber an der Stelle auch mal im Auge behalten, dass tatsächlich die Volkshochschulen in ihrer Gesamtheit der größte Erwachsenenbildungsträger überhaupt in Deutschland sind. Ja, das sowieso. Und vor kurzem noch 100-jähriges Jubiläum oder sogar noch darüber hinaus. Also insofern, nein, das ist natürlich klar. Ein Gedanke, der mir kam bei der Vorbereitung auf das Gespräch, ist, dass ich einfach mal noch einen Blick wenden möchte auf die Lehrkräfte, die Sie beschäftigen. Wir wissen, es sind ja vielfach freiberufliche Lehrkräfte, die das auch nebenberuflich zum Teil machen, aber durchaus auch eben genügend Lehrkräfte, auch gerade im Sprachenbereich, für die das durchaus ihr Haupterwerb letztlich auch darstellt. Insofern, wie schätzen Sie die Situation ein? Meinen Sie in Bezug auf Online-Arbeiten oder in Bezug auf die Lebenssituation? Auf die Lebenssituation, auf die Beschäftigungsverhältnisse sozusagen. Also ich glaube, für die Nebenberuflichen ist das nicht so ein Thema. Da habe ich auch wenig gehört. Und die warten auch tatsächlich ab, bis sie es wieder so machen können, wie sie es gerne machen möchten und wie die Situation das aufdrängt. Also das merkt man deutlich. Die Hauptberuflichen, also insbesondere im Deutschbereich, sind in Baden-Württemberg tatsächlich relativ gut dran in dieser Zeit, weil Baden-Württemberg, glaube ich, das einzige Bundesland ist, das die Soforthilfe auch als Gehaltshilfe auszahlt und nicht nur für Betriebskosten. Das Problem von Kursleitern ist nämlich, dass sie keine Betriebskosten haben. Und wir haben ja hier, also in Mannheim, ich weiß nicht, ob das jeder präsent hat, also über die Brücke sind wir in Rheinland-Pfalz und durch den Wald sind wir in Hessen. Und wir haben Kursleiter aus Hessen und aus Rheinland-Pfalz, die kriegen alle keine Unterstützung, während unsere baden-württembergischen Kursleiter tatsächlich von der Soforthilfe des Landes profitieren und auch was kriegen. Das ist jetzt nicht gigantisch, aber es reicht, glaube ich, um durch diese Zeit zu kommen. Ich habe nicht wirklich viele Beschwerden oder viele ernsthafte Anfragen nach Sorgen gehört. Das ist aber, glaube ich, in Baden-Württemberg Positivum. Allerdings muss man auch sagen, wenn die Leute weiterhin online unterrichten sollen, dann muss man sich auch andere Bezahlmodelle überlegen, jetzt ganz unabhängig davon, ob Kursleiterinnen und Kursleiter in prekären Lebenssituationen sind. Ja, und wenn wir jetzt auf das nächste Semester schauen, die Planungen dort, wie gehen Sie da vor? Manche meiner Kollegen und Kolleginnen haben eigentlich so diesen Blick, naja, jetzt haben wir das bald irgendwie hinter uns und dann läuft wieder alles wie vorher. Wie sind da Ihre Planungen? Also wir glauben nicht, dass die Welt im Herbst wieder in Ordnung ist. Also diese naive Vorstellung, die man so als Kind hat und dann werden wir alle wieder gesund und dann ist alles wieder schön. Das glauben wir ehrlich gesagt nicht. Und die Auswirkungen werden ja auch sich, selbst wenn alles deutlich besser wäre, werden sich die Auswirkungen trotzdem hinziehen. Also wir werden kleinere Gruppen haben müssen, das heißt, wir werden andere Finanzierungen denken müssen, dadurch werden wir in Finanzierungsprobleme kommen. Wir wissen gar nicht, ob wir in die Schulen dürfen, zum Beispiel viele Volkshochschulen, obwohl wir ein großes Haus haben, wir auch, brauchen Schulräume für ihren Unterricht. Das heißt, wir werden schon deswegen das Programm kürzen müssen.
Und das heißt, dass die allermeisten davon ausgehen, dass sie ein kleineres Programm haben werden mit kleineren Gruppen und dass wir schon deswegen auch unter anderem die Online-Aktivitäten nicht reduzieren, sondern eher ausbauen müssen. Also wir denken dann an so Sachen wie zum Beispiel Schichtunterricht in den Kursen. Also der eine Gesundheitskurs ist in einem Montag drin und die nächste Woche machen sie online und der andere Kurs, Gesundheitskurs ist an dem nächsten Montag drin und muss in der übernächsten Woche Online-Unterricht machen, um möglichst viele Kurse haben zu können und um unsere Teilnehmer nicht zu verlieren, die ja warten, dass es wieder anfängt. Also dass wir solche Mischformen hinkriegen, damit wir unser Programm ein bisschen erweitern können. Aber wir glauben auch, dass viele Leute kein Geld haben werden und unsere, ich sag mal, preiswerten, aber eben nicht billigen Kurse, also mittlerweile ist es ja so, dann eben auch nicht einfach so machen können, sondern andere Sorgen haben. Ja. Das wird dann noch on top dazukommen. Das heißt, es wird auch die Themen verändern. Also wir werden auch mit anderen Themen zu tun haben. Ich glaube, dass der gesellschaftspolitische Bereich einen Aufschwung erleben wird, weil die Existenzsorgen und die Sorgen um die gesellschaftlichen Verhältnisse sich verändern. Da gibt es Diskussionsbedarf und wenn wir das rechtzeitig sowohl analog als auch online bedienen und aufnehmen, dann glaube ich, dass dieser Bereich einen verstärkten Zulauf haben wird. Aber am Ende des Tages wird das alles zusammengenommen bedeuten, dass wir unsere Finanzierung so nicht hinkriegen, wie wir sie gewohnt sind. Das ist dann sozusagen das Ergebnis am Ende, das auch noch übrig bleiben wird, befürchte ich. Für viele ganz schlimm. Das wird sich unterschiedlich auswirken. Ja, das ist ja doch ein ganzer Bündel an Fragen, die Sie da aufwerfen und die deutlich machen, sozusagen einfach ein Zurück zum Normalzustand. Das hört sich so gar nicht an. Nee. Das sind wirklich ja sehr profunde Fragen, die sich Ihnen da stellen, in der weiteren Programmplanung auch. Ne? Ja, also wir planen jetzt, also in Baden-Württemberg ist ja die Schließung tatsächlich deutlich länger als in anderen Bundesländern geplant. Wir machen dann erst überhaupt nach den Pfingstferien wieder auf in Mannheim und wir fangen an, vermutlich, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sich irgendwie bewegt, die sind ja auch nicht so bewegungsaktiv, fangen wir mit den Deutschkursen an. Dann brauchen wir wahrscheinlich sehr viele Räume schon für die Deutschkurse und dann schauen wir, dass wir noch ein Sommerprogramm machen können, mit dem wir auffangen können, was den Menschen wichtig ist oder für die, die nicht in Urlaub fahren. Mein Urlaub ist ja, glaube ich, auch für dieses Jahr eher gestrichen für alle. Ja. Als Folge vom Hausarrest dann Urlaubssperre und Reisesperre. Und damit muss man dann ja auch handeln. Und dann machen wir ab 1. September ein reduziertes Programm, ein Mischprogramm zwischen online und analog. Ja, das ist ja interessant. Da sind Sie ja wirklich, haben Sie ja wirklich komplett eigentlich Ihr gesamtes Programm einmal schon mal durchforstet und komplett sich eigentlich ja innerhalb kürzester Zeit auf diese Situation einstellen müssen, wirklich mit weitreichenden Überlegungen. Ja, ich würde sagen, das sind wir in den Hochschulen und Schulsektoren nicht so grundlegend dabei, eigentlich solche Fragen zu stellen. Das ist ja so immer die Frage, ja, wann geht es wieder zurück? Ich erwähnte es schon. Und hier sind Sie ja doch sehr grundsätzlich auch an einigen Fragen unterwegs. Ein Gedanke, der mir noch durch den Kopf geht dabei ist, ich habe das Gefühl, dass wir das auch ein Problem damit haben, dass wenn wir Online-Angebote haben, dass die Erwartung ist, dass das dann kostenfrei ist. Ne? Dass also sozusagen da die besondere Schwierigkeit ist, im Grunde genommen, diesen Kurs, der ja mit nicht weniger Aufwand verbunden ist, sozusagen den gleichen auch Preis zu erzielen auf dem Markt. Das haben wir in Studiengängen das Problem, das haben wir in verschiedenen Sektoren das Problem. Aber das Problem kennen Sie wahrscheinlich auch. Ne? Ja, es ist sogar ganz schlimm. Die Politiker glauben das auch und glauben auch nicht, dass man das finanzieren muss, anders als die analogen Kurse. Wir haben ja ein Finanzierungsmodell, das auf Unterrichtsstunden beruht. Und digitale Kurse kann man, glaube ich, mit diesem Finanzierungsmodell nicht abdecken. Und dann geht auch noch die Schere auf, aus meiner Sicht. Die Leute denken, das muss billiger sein. Ja. Tatsächlich ist es aber teurer, weil die Produktion kostet ja zusätzlich Geld. Genau. Ja. Die macht sich ja nicht von alleine. Ja, ja.
Sagen Sie, da komme ich direkt auf diesen Punkt. Das war doch immer schon das große Problem, dass eben halt die Abrechnung mit dem Träger immer auf den Unterrichtsstunden basiert, die eine Person in einem Raum unter Anwesenheit eines Dozenten stattfindet. Und das war doch schon immer das große Problem, was uns in Anführungsstrichen als Online Konzeptentwicklern das Problem machte. Das war sozusagen das Killerargument bisher immer. Wir konnten immer nur mit Projektfinanzierungen im Grunde noch etwas möglich machen. Und jetzt fällt uns das natürlich wirklich vor die Füße, weil das ja wirklich eigentlich dieser Knoten ganz dringend jetzt auch angegangen werden muss. Ne? Ja, das ist, also da sind wir, muss ich jetzt mal sagen, in Baden-Württemberg. Ich bin da gerade ganz glücklich. Also wir haben letztes Jahr eine Statistikänderung verabschiedet, die das Land auch zugelassen hat. Alle Volkshochschulen haben sich geärgert, weil alles musste umgestellt werden. Aber ich glaube, jetzt können wir froh sein, weil wir zählen die Online-Angebote. Und die damit, also die werden extra selektiert und aufgeführt in der Statistik, um das Land darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein Sektor ist, über dessen Finanzierung und wie man damit umgeht, nicht gescheit entschieden worden ist. Und dass man das tun muss. Und das wird sich am Ende dieses Jahres dann hoffentlich sozusagen positiv in der Diskussion auswirken. Ja. Ja, da, also hier auch für unsere Zuhörer, ich glaube, es ist nicht jedem so offensichtlich, dass sozusagen, was das für eine Veränderung ist, wenn etwas in einer staatlichen Statistik aufgenommen wird, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil was nicht in einer Statistik gezählt wird, wird eigentlich als Leistung gar nicht erbracht. Ne? Genau. Dann ist das schon mal ein wichtiger Schritt, wenn nicht natürlich die Lösung. Aber insofern ist das, glaube ich, auch ein interessanter Punkt. Nochmal, wir haben wirklich ein Problem bei der Subventionierung, bei der staatlichen Finanzierung dieser Aktivitäten, dass eben eigentlich die digitalen Angebote in dem Sinne, in der Logik gar nicht abrechenbar war und ist. Und das fällt uns jetzt voll vor die Füße. Sozusagen, wir können noch so viel VHS-Cloud und sonst was ausbauen, wenn wir nicht irgendwelche klugen Modelle haben, etwas aufzubauen. Also sprich, das Beispiel, Sie machen eine Interviewserie, wie Sie machen, mit Politikern, interessanten Persönlichkeiten, das können Sie nicht abrechnen, selbst wenn das Millionen Leute darauf klicken würden, sozusagen. Genau, genau. Es gibt auch noch ein anderes Abrechnungsproblem, wenn wir bundesweit einen Kurs oder wenn wir einen Kurs in der Cloud haben oder auch auf unserer Website, ist der ja bundesweit zugänglich. Dann meldet sich von einer anderen Volkshochschule jemand an. Und dann ist am Ende, wenn man solche Sachen dann gemeinsam im Verbund in der Cloud anbietet, die Frage, wem gehört der Kurs? Wem gehört der Teilnehmer? Wer darf den statistisch verwerten? Das sind auch noch Fragen, die gar nicht abschließend geklärt sind. Genau, und hier Herr Lehr fragt auch, wie sind die Grenzkosteneffekte von E-Learning-Produktionen sichtbar? Wie können also solche Skaleneffekte auch als Preisnachlass an Zielgruppen weitergegeben werden? Das sind natürlich Aspekte, die heute so noch nicht wirklich so zum Tragen kommen. Die Aufwände bei der Entwicklung dieser Kurse sind immer noch so hoch, dass sie eben halt wir tatsächlich die digitalen Produktionen nicht günstiger wir machen können. Insofern ist das ein Problem, dass wir da die Erwartungshaltung nach eben halt günstigeren Online-Produktionen ganz schwer umsetzen können. Ja, und man muss vielleicht auch noch an ein Argument denken, das wollen jetzt vielleicht Kursleitende oder Lehrer nicht so gerne hören. Diese Skaleneffekte gibt es auch bei analogen Produkten. Es gibt Englischkursleiter, die machen 5, 6 Jahre denselben einmal aufgesetzten Englischkurs. Da fragt kein Mensch danach, ob diese Skaleneffekte nicht eigentlich sich auch niederschlagen müssten im Preis. Gut, also Sie merken, wir kommen an die zentralen Fragen, wie wird eigentlich Erwachsenenbildung betrieben? Und in mancher Hinsicht ist die Erwachsenenbildung da gar nicht schlecht aufgestellt, aber im Kern dieses Problem ist nicht gelöst, könnte man sagen, die Frage, wie können digitale Angebote im Grunde genommen eben halt tatsächlich verrechnet werden, berechnet werden, auch in Statistiken sichtbar gemacht werden. Das ist, glaube ich, das große Problem im Sektor Erwachsenenbildung, was wir vorher schon wussten, im Grunde genommen. Aber was man sozusagen immer gedacht hat, naja gut, die paar Prozent, die sich da bewegen, das ist ja jetzt vielleicht, da kann man dann ja mal mit Projekten ein bisschen was machen.
Aber jetzt wird es wirklich drängend. Jetzt wird anders. Frage, genau. Leute, wir müssen daran. Die Themen müssen bearbeitet werden. Und da ist es wichtig, auch natürlich zu sehen, das kann nicht die einzelne Einrichtung machen, sondern das muss eben halt auf Landes- und nationaler Ebene mit der Politik bearbeitet werden. Und ja, also insofern sind das wirklich ganz zentrale Fragen, die sich hier stellen. Hier die Frage, ein Modell wie VG Wort möglich. Also wie gesagt, wir müssen da sagen, die Antworten sind nicht offensichtlich, wie das funktioniert. Keiner weiß die einfache Antwort auf diese Problemlage. Nur nochmal, wir müssen hier ganz klar sagen, wir haben hier in diesem Sektor das Haupt, eines der zentralen Probleme, dass wir in dem Sinne gar kein Modell, kein konsensuelles Modell momentan im Blick haben, wo man auch sagen könnte, jetzt das, so müsste man es machen. Das muss im Grunde auch erst wirklich erarbeitet werden, auch in der Kooperation mit der Politik. Also insofern ist das, finde ich, eine wichtig, das auch wirklich auf den Punkt zu bringen und in die Diskussion auch hier einzubringen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt für die Zukunft. Daran wird sich auch, glaube ich, festmachen, inwieweit Volkshochschulen auf Dauer sich ernsthaft online betätigen können. Gut, genau. Ja, genau. Gut, ja, wir sind schon in einer Endrunde. Wir haben, glaube ich, schon wirklich ganz zentrale Punkte hier angesprochen. Für mich war das sehr interessant, jetzt auch so einen kurzen Einblick zu bekommen in Ihre Überlegungen, wie Sie als Einrichtung mit der aktuellen Herausforderung umgehen, wie sehr Sie auch grundsätzlich an den Produkten, an den Planungen arbeiten und welche Entwicklungen Sie da andeuten. Abschließend die Frage insgesamt, was glauben Sie, was hat diese aktuelle Entwicklung für die Bildungsarbeit im Ganzen für einen Effekt? Oder in welche Richtung, glauben Sie, wird das gehen? Hat das für die Bildungsarbeit letztlich grundlegende Implikationen? Was ist da Ihr Gefühl? Ich glaube, dass es so ist wie so oft, dass Dinge, die man über einen Zeitraum verloren hat, dass man die nicht so ohne weiteres zurückgewinnen kann. Das heißt, ich glaube, dass wir dauerhaft schrumpfen werden. Also ich glaube tatsächlich leider, das ist sehr traurig, aber ich glaube, es ist einfach so, dass wir nicht alle, die wir jetzt ausladen mussten in den letzten 8 Wochen, dass wir die wieder zurückgewinnen werden auf Dauer. Ich glaube deswegen, dass wir ganz stark dranbleiben müssen mit dem Digitalen und auf gar keinen Fall unsere Kompetenzen wieder verlieren dürfen, die wir uns jetzt erworben haben. Also selbst wenn es in naher Zukunft möglicherweise keinen finanziellen Ertrag erbringt, glaube ich trotzdem, dass unbedingtes Dranbleiben unabdingbar ist. Und da, glaube ich, sind wir auch alle einer Meinung. Über die Frage, ob wir alle unsere Teilnehmer wieder zurückgewinnen, darüber sind wir durchaus unterschiedlicher Meinung. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, dass wir zukünftig ein Mischprogramm haben werden. Es gibt sicher ganz viele Sachen, bei denen sich das auf Dauer nicht bewähren wird mit dem digitalen Unterricht, weil die Menschen einfach deswegen kommen. Das ist ja auch ein Spezifikum von Volkshochschule, dass wir eben viele Teilnehmer haben, die Dinge lernen, die sie einfach aus Spaß lernen. Und zum Lernen aus Spaß gehört mindestens für meine Generation und 10 bis 15 Jahre jünger immer noch dazu, dass man sich trifft. Und das bedeutet, dass da das Online-Lernen aus meiner Sicht an einer Volkshochschule nicht so große Bedeutung behalten wird auf Dauer. In der beruflichen Bildung oder auch im Bereich Gesundheit glaube ich, dass das anders aussieht. Da glaube ich, muss man dringend gucken, dass man da einen Dauerzugang findet zu diesem Thema, um neue Teilnehmergruppen zu gewinnen. Also zum Beispiel Sie alle, die jungen Leute, die keine Lust haben, irgendwie jede Woche zur gleichen Zeit in so einem Raum irgendwo mit einer gemischten Gruppe irgendwas zu machen. Ja, gut, dann sage ich erstmal vielen Dank, Frau Dees, für dieses Gespräch und für die Einblicke in die Welt der Erwachsenenbildung und in Mannheim an der Abendakademie des Deutschen Volkshochschulverbandes.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wir werden sicherlich im Gespräch bleiben, um zu schauen, wie können wir auch als Learning Lab diese Entwicklung begleiten.